Om Shanti und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast über die faszinierende yogische Figur Hanuman. Hanuman kennt ihr sicherlich, oder? Hanuman ist eine Gottheit aus der hinduistischen Mythologie, die als Affe dargestellt wird und erzählt zu den bekanntesten und mitunter verehrtesten Gottheiten in Indien. Hanuman verkörpert ganz verschiedene, unterschiedliche Aspekte und auch Qualitäten, was ihn auch sehr, sehr interessant macht und auch mal ein bisschen näher beleuchtet werden kann. Im Yoga haben wir Hanumanasana in der Yoga-Praxis der Asanas, des körperorientierten Yoga. Hanumanasana ist der Spagat, was für den Sprung von Hanuman symbolisch repräsentiert wird, aber dazu komme ich noch. Zum einen steht Hanuman für die Liebe und Hingabe des Gottverehrers, wird oft in Verbindung mit Krishna auch gebracht und ist ein Meister darin. Diese Hingabe wird als Dasya Bhava bezeichnet. Hanuman symbolisiert auch die universelle Zugänglichkeit Gottes, indem er zeigt, dass jeder zu Gott kommen kann, unabhängig von Herkunft oder sozialem Status. In diesem Sinne repräsentiert er die Idee, dass spirituelle Wachstum eines Individuums und die Verbindung zu Gott für jeden möglich zu machen, beziehungsweise, dass diese zugänglich sind. Als Sohn des Windes wird Hanuman auch als Schutzpatron des Pranayama angesehen. Pranayama kennst du sicherlich auch gerade aus dem Raja Yoga, aus dem körperorientierten Yoga, Ashtanga Yoga im Ursprungssinne, wo Pranayama die Atemübungen sind, von denen es ganz unterschiedliche gibt für alle Geisteszustände oder auch Umwelteinflüsse, könnte man fast schon sagen. Pranayama spielt eine wichtige Rolle bei der Lenkung und Kontrolle des Atems, was mitunter zu erhöhter Konzentration und verschiedenen Bewusstseinsebenen führen kann. Eine interessante Eigenschaft von Hanuman ist seine Fähigkeit, sich sowohl winzig klein zu machen, als auch riesig groß zu werden. Diese symbolische Darstellung verdeutlicht die Eigenschaften eines wahren Gottesverehrers und das aber jetzt nicht auf irgendeinen speziellen Glauben bezogen, sondern individuell an deinen persönlichen spirituellen Glauben. Einerseits zeigt er die Demut und die Hingabe, andererseits ist er bereit, Verantwortung zu übernehmen und über sich selbst hinauszuwachsen. Aber nun genug von der charakteristischen Bedeutung. Wer ist denn Hanuman eigentlich? Ich versuche mal kurz beim Anfang anzufangen. Hanuman ist ein mächtiger Affengott und einer der Vanaras. Sein Name bedeutet auf Sanskrit so viel wie Kinn oder Kinnlade oder Kiefer oder entstellter Kiefer, also alles rund um das untere Gebiss, um es so mal zu formulieren. Und bezieht sich auf eine Begegnung, die Hanuman mit dem Gott Indra in seiner Jugend hatte. Woher kommt Hanuman? Wo ist überhaupt sein Ursprung? Nun, es gibt mehrere Mythen über Hanumans Geburt. Ich beziehe mich mal auf die bekannteste, vielleicht die berühmteste oder einer der geläufigsten. Und in der berühmtesten oder bekanntesten handelt es sich darum, dass einer der gläubigen Vanara-Affin namens Anjana so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Sie betete zu Shiva, dem Gott der Transformation oder auch Zerstörung, und sehnte sich so sehr nach einem Sohn, dass der Gott schließlich seinen Segen durch den Windgott Vayu schickte. Dieser Windgott Vayu übertrug Shivas göttliche Kraft in Anjanas Schoß, wodurch sie von bzw. mit Hanuman schwanger wurde.
Seltsamerweise ist der Affengott somit kein Sohn Shivas, sondern ein Sohn des Windgottes Vayu. Dennoch wird er oft auch als Avatar Shivas bezeichnet. Nicht alle hinduistischen Schulen akzeptieren dieses Konzept, das möchte ich mal kurz dazu sagen. Deswegen meinte ich, es gibt viele Mythologien, ich beziehe mich nur auf eine der bekanntesten. Aber es ist dennoch eine Tatsache, dass sowohl Shiva als auch Hanuman vollendete Yogis sind und repräsentieren und die 8 Siddhis, mystische Vollkommenheiten, auch besitzen. Kommen wir mal kurz zurück zu Hanu, was der Kiefer ja war, die Kinnlade. Gemäß der Geschichte war der junge Hanuman mit verschiedenen magischen Kräften gesegnet. Darunter die Fähigkeit, größer zu werden, über große Entfernungen zu springen, erstaunliche Kraft zu haben und sogar zu fliegen. Eines Tages sah Hanuman die Sonne am Himmel und hielt sie für eine Frucht, soweit ich mich entsinne, für eine saftige Mango. Natürlich war der nächste Instinkt des Affen, ja, zur Sonne zu fliegen oder zu springen und zu versuchen, sie zu erreichen und vom Himmel zu pflücken, damit er sie essen kann. Als der hinduistische Himmelskönig Indra dieses sah, fühlte er sich durch Hanumans Heldentat bedroht, zu Recht, und schlug ihn mit einem Blitz, der Hanuman direkt am Kiefer traf, ihn entstellte und dem Affengott somit auch seinen Namen gab. Hanu, wie gesagt, bedeutet Kiefer, Kinnlade, und Mann bedeutet hervorstehend, Mann mit einem N geschrieben. Im Glauben, sein Sohn sei tot, wurde Vayu, der Windgott, sehr, sehr wütend und saugte die gesamte Luft aus dem Universum. Ja, plötzlich daran natürlich verzweifelt baten Indra und die anderen himmlischen Götter, Brahma, man könnte sagen dem Ingenieur des Universums, um es ganz schlicht zu sagen, um Hilfe. Brahma schaut in Hanuman Zukunft und sah die erstaunlichen Taten, die er eines Tages vollbringen würde. Also erweckte Brahma, der Ingenieur des Universums, Hanuman wieder zum Leben und alle anderen Götter begannen, den Affen noch mehr zu ehren. Dies besänftigte Vayu, den Windgott und den Vater von Hanuman, und er gab die Luft zurück, die für die Existenz des Lebens notwendig ist, vor allen Dingen auf unserem Planeten. Seiner Kräfte beraubt. Es war nicht das letzte Mal, dass Hanuman für seine Streiche, Unfug oder unbedachte Gedanken ein bisschen bestraft wurde. Als junger Vanara war er so lebhaft und unruhig, dass er die Weisen und Priester des örtlichen Tempels, in dem er aufwuchs, ständig ärgerte. Alle hatten genug von Hanuman und versammelten sich schließlich, um ihn sozusagen zu verfluchen. Also sie wollten, dass er seine Kräfte vergisst. Dadurch wurden Hanuman seine gottgegebenen Fähigkeiten auch genommen. Und er wurde zu einem normalen Vanara-Affen, wie alle anderen. Der Fluch besagte, dass Hanuman seine Fähigkeiten nur dann wieder erlangen würde, wenn ihn jemand daran erinnerte, dass er sie besaß. Somit verbrachte Hanuman viele Jahre in dieser, ja, eher unbewussten oder unterlegeneren Form, bis zu dem Zeitpunkt, als das Ramayana-Gedicht stattfand. Und das ist wirklich eine wundervolle Erzählung. Also ich würde jedem empfehlen, auch die Bhagavad Gita zu lesen und auch die Ramayana. Rama und Hanuman. Denn im berühmten Ramayana-Gedicht des Weisen, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Valmiki, spielte Hanuman eine bedeutende Rolle, wodurch er zu einem festen Bestandteil des Hinduismus wurde und auch als Symbol für Hingabe und Einsatz verehrt wird. Das Gedicht erzählt die Geschichte von Rama, dem verbannten Prinzen, selbst ein Avatar von Vishnu, der den Ozean überquert, um dessen Frau Sita vor dem bösen König Ravana zu retten, der angeblich in Sri Lanka lebte. Rama reiste nicht allein, sondern begleitet von seinem Bruder,
Lakshman und einer Armee von Vanara-Affenkriegern, darunter auch Hanuman, der zu diesem Zeitpunkt noch seine Kräfte verloren hatte. Dennoch beeindruckte Hanuman Rama mit seinem Mut und seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten in den zahlreichen Kämpfen, die sie auf ihrem Wege zu Ravana und Sita ausfochten. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine sehr enge, tiefe Freundschaft zwischen Rama und Hanuman. Während der Prinz den Mut, die Weisheit und die Stärke des Affen bewunderte, Hanuman zeigte eine solche außergewöhnliche Hingabe, dass er fortan als Verkörperung von Loyalität und Hingabe auch bekannt wurde. Oftmals sieht man ihn vor Rama, Lakshman und Sita knien dargestellt. In einer Darstellung auch, die sehr bekannt ist, öffnet er sogar seine Brust, um ein Bild von Rama und Sita an der Stelle seines Herzens zu zeigen, was repräsentiert, dass er voller Hingabe alles für seinen Freund tun würde, also auch durch sehr schlimme Zeiten gehen, um es mal ganz platt zu sagen. Hanuman erinnert an seine wahren Kräfte. Während ihrer Abenteuer auf der Suche nach der Prinzessin, der Königin Sita, wurde Hanuman schließlich an seine wahren Kräfte doch noch erinnert. Als Prinz Rama und die Vanaras darüber nachdachten, wie sie den gewaltigen Ozean überqueren könnten, enthüllte der Bärenkönig Jambavan, dass er von Hanumans göttlicher Herkunft wusste. Jambavan erzählte Rama, den Vanaras und Hanuman selbst die ganze Geschichte des Affengottes und beendete somit seinen Fluch in einem plötzlichen Anstieg. Um das 50-fache oder vielleicht sogar 100-fache an Größe hockte sich Hanuman hin und sprang mit einem einzigen Satz über den Ozean. Hanuman half Rama fast im Alleingang, Sita vor Ravana zu retten. Nach der Rettung von Sita war es an der Zeit für Rama und die Vanaras, sich zu trennen. Die Bindung zwischen Hanuman und dem Prinzen war jedoch so stark geworden, dass der Affengott sich nicht von ihm trennen wollte. Glücklicherweise waren beide mit dem Göttlichen verbunden. Rama als Avatar von Vishnu und Hanuman als Sohn vom Windgott Vayu. So waren sie nie wirklich getrennt, auch wenn sie räumlich vielleicht getrennt waren. Deshalb findet man in den Tempeln und Schreien, die Rama gewidmet sind, immer wieder Statuen und Bilder von Hanuman. Hanuman existiert metaphysisch überall dort, wo Rama verehrt und verherrlicht wird. Die Verehrer Ramas beten sowohl zu ihm als auch zu Hanuman, sodass die beiden sogar in ihrem Gebeten gemeinsam erwähnt werden. Es gibt auch von dieser Geschichte ganz, ganz viele Varianten, die sich in Feinheiten unterscheiden. In einer anderen kniet Hanuman nieder am Ozean und betet und wird sich seines Glaubens bewusst, weshalb dann seine Kräfte freigeschaltet werden. In manchen springt er nicht in einem Spagatsprung, Hanumanasana, über den Ozean, sondern in drei. Und da werden nochmal einzelne Schritte erklärt, die auch sehr schöne philosophische Tiefe haben. Manchmal gibt es die Geschichte mit einem Happy End. Und manchmal mit einem halben Happy End, um es mal so auszudrücken. Gerne recherchiere selber, wenn du diese in verschiedenen Varianten noch lauschen willst, oder lies am besten das Gedicht, die Ramayana oder die Bhagavad Gita gleich total selbst. Dann kannst du dir den besten Eindruck davon machen. Ich hoffe, der heutige Podcast und diese kleine Geschichte sowie meine Erläuterung haben dir gefallen und auch weitergeholfen. Ich hoffe, jetzt verstehst du auch hier, warum der Spagat zum Beispiel Hanumanasana heißt und verbindest, falls du Splits und Spagat übst, das auch für dich ein bisschen mit der Hingabe des Affenlords. Ich freue mich über einen Daumen hoch, gerne folge mir für mehr und lass mich gerne deine Gedanken dazu in einem Kommentar wissen. Bis zum nächsten Podcast.
Shanti Om.